wenn es für das Spiel Trophäen geben würde. Also ich würde das ja einführen. So, lass dich von keinem Ball einlochen oder so. Wobei, ich glaube, dann hätte niemand geplant die Trophäe. Alter, fuck. Hilfe. Oh. Ja, was ich ja noch sagen wollte, habe ich das nicht schon mal Guania Redux gesagt? Es kam jetzt auch die Crash Bandicoot Remakes 1 bis 3 raus. Die habe ich natürlich auch gespielt. Auch ein Grund, warum nicht so viele Videos letztes Jahr kamen. Mit einem Treffer, ich glaube nicht, dass es noch was wird. Ne, auch wenn es knapp war. Oh, schöner Grafikbug. Der Bereich ist irgendwie voll gepisst. Naja. Ja, die Crash Bandicoot 1 bis 3 Spiele haben ein Remake gekriegt und sind eigentlich relativ geil, muss man doch schon wirklich sagen. Sie haben jetzt nicht so das Flair der, also ja, das Flair ist noch da, aber jetzt nicht so halt die Steuerung der ersten drei, aber ist schon recht geil. Ne? Und da konnte ich es mir nicht verkneifen, die einfach auch direkt am Release dann ja, zu holen und gleich durchzukommen. Das war ich schon geiler Scheiß gewesen. Hier ist nur die Frage, ob ich davon auch mal ein Replay quasi, also ein Replay der ersten drei Teile mache, in Form dieses Remakes. Das weiß ich noch nicht. Ja, das wäre so eine Sache vielleicht für den Streamer, wenn ich mal welche machen würde, aber... Ja. Ob das hier irgendwann mal nochmal geschehen wird, weiß ich nicht. Ich habe zwar auch die Möglichkeiten dazu, es zu machen, so ist es ja nicht, aber... Naja. Vielleicht mal, aber... Naja. Wenn ich im Stream, dann vielleicht irgendwann mal in ein paar Jahren oder so. Vielleicht noch dieses Jahr. Im Let's Play. Mal gucken. Ne? Vielleicht habe ich auch noch mal Lust drauf. Sind ja auch relativ geil, die Spiele, muss man ja schon sagen. Weil Scheiße, jetzt war auf einmal wieder in den Korb gekriegt. Warum hat Cortex 9 Stück? Das kriege ich wieder nicht auf den Schirm. Warum? Ich habe noch 2, der Koala hat noch 4, der Affe hat zum Glück auch noch 2, okay, Koala ist gleich tot, das ist schon gut. Fuck. Wieso habe ich nur noch einen? Hatte ich nie noch 4? Ich hatte einen nur noch. So eine Scheiße. 3, 1, los! Naja, die Balllevel. Mein größter Feind. Ach, die anderen, die gingen recht butterweich dahin, aber die Balllevel, wie ich sie. Muss man halt so viel aufpassen. Das ist halt mehr so das defensive Spiel in Crash Bash. Die anderen sind eigentlich alle mehr aggressiv. Ne, das Bärenlevel, die Pogo-Level, vor allem auch die Bash-Level. Aber das hier, das ist so, ne, wie Air-Hockey. Scheiße. Ja, schon mal im Cortex rein. Erstmal den Gegenspieler umbringen. Das ist schon mal die halbe Niete. Können die gegen die anderen zwei sich gegeneinander totprügeln. Bis zum Affen wahrscheinlich der Schulz abfällt. So. Oh, leck mich am Arsch. Ohne diesen Kick kriegt man ja auch gar nichts geschissen. Mann. So, Koala. Oh. Ja, der Affe, ne? Der ballert andauernd bei mir was rein. Das geht gar nicht. Der hat noch wie viel? 12? Okay, 11. Das ist trotzdem zu viel. Das schaffe ich nicht. Ja, der Affe kriegt noch mal 3 auf einmal rein oder so. Ja, scheiße. Macht doch erstmal den Cortex alle, Alter. Ja, Affe. Sehr gut. Nein. Nein. Oh, den habe ich doch gekriegt. Scheiße. Hätte ich zu spät gekriegt. Rufen wir ja. Ich überlege mal, vielleicht stelle ich das Spiel nächstes Mal in eine andere Sprache ein. Französisch oder so. Und dann sagt er den Countdown und dieses Du versagst und so auch auf andere Sprachen. Ist auch ganz lustig. Ist ein anderer Sprecher nämlich. Und bei den anderen Crash-Spielen, ja. Gut, da war das Intro war halt dann auch auf einer Sprache, aber ich finde hier Crash Bash das wirklich witzig, wenn der sag ich mal, Arena-Sprecher hier andere Sprachen hat.
mein Intro ist mein... Naja, da versteht man meist dann eh nichts. Aber ich meine, hier sieht man ja, was er sagt. 3, 2, 1, los. Und du gewinnst und du versagst. Das ist ein Spaß zu hören, ist dann schon ein bisschen fast lustig. Oh, fuck it. Ja, was ich auch anmerken musste bei den Remakes der ersten drei Crash-Teile, die deutsche Version, die geht ehrlich mal gar nicht. Ne? Also, das kann man getrost eigentlich löschen, weil erstmal ist es asynchron bis zum geht nicht mehr. Dann sind die Stimmensprecher scheiße gewesen. Cortex hört sich an wie so ein Ober-Nerd, obwohl er eigentlich voll der Fiesling ist. Uka Uka ist ein schlechter Witz. Hört sich an wie ein verreckender Opa. Und die Bosse, nee, die hören sich, die sind alle so auf doof gemacht. Also, nee, dann lieber auf Englisch. Und, naja, ein bisschen das Hören anstrengen, aber das geht ja gar nicht. Deutsch, also, tut mir leid. Das ist auch einfach mal wieder so die Lippensynchronität zum Englischen gemacht, ne? Und einfach nur Studientext übersetzt und rein damit fertig. Nicht mal mehr Kontrolle geguckt, so das Gefühl, dass es überhaupt so ein bisschen passen könnte. Das finde ich schon, ist einer der Minuspunkte an den Remakes. Aber ansonsten vom Gameplay her top. Aber das Synchro, das ist ja, wie soll ich sagen, das ist ja noch schlechter als, weiß ich nicht. Ja. Welche deutsche Synchro sind schlecht? Von irgendwelchen Spielen oder Filmen fällt mir jetzt auf. Spontan gibt gar keine ein. Obwohl es da einen ganzen Arsch voll gibt. Ja, liegt mir eigentlich quasi auf der Zunge. Ah ja, die deutsche kann ja Synchro. Natürlich. Das deutsche Spiel, ne? Und dann komme ich nicht drauf. Ich sollte mich verschämen. Dafür, dass ich das Spiel dreimal auf meinem Kanal durchgespielt habe. Ja. Nein, ich bin nicht süchtig nach dem Spiel. Ey, ich habe noch 2, ne? Das ist lächerlich. Ich bin tot. Die haben noch 7, die Tiere. der Koala und der Affe. Ich glaube, ne? Also bei der Trophäe war ja Cortex relativ gut. Jetzt sind es die anderen beiden auf einmal. Soll das hier irgendwie so ein Ausgleichsspiel jetzt sein zu der Trophäe oder was? Ich komme mir vor wie bei Hugo, ne, wenn sich an das Video erinnert, was ich mal vor ein paar Jahren gemacht habe. Ne, Let's Test Hugo oder so eine Kacke. Also eigentlich müsste ich das auch nochmal machen. Ich habe mir ja schon mal eigentlich... Ist ja das mal so ein Spiel, das kann ich mir für einen Stream vorstellen. Ne? So unter vollen, naja, unter voller Anstrengung einfach mal Hugo durchzuspielen. Das ist eigentlich so ein Trash-Game. Also ich weiß nicht, wer Hugo wirklich von euch kennt, aber früher war das so eine Serie, die kam spät abends im Fernsehen. Und man, also es war quasi so eine TV-Show. Die wurde so animiert und mittels analogen Telefon konnte man dann quasi, ich weiß nicht, ob das real war oder einfach nur gestellt, konnte man dann Hugo quasi im Fernsehen steuern. Also und das so wirklich mit dem Telefon quasi. Das funktioniert hat, ich weiß es nicht, aber ich habe mir das mal angesehen. Es sieht lustig aus. Es hat was von dem PlayStation Uhr-Spiel, muss man ehrlich sagen. So, jetzt sterbt doch alle mal. Ich habe wieder nur 3. Der Koala hat noch 7 Bälle, Mann. Affe, mach doch dem endlich mal Feuer unterm Arsch. Oh, ja, natürlich. Nein, nein, so. Oh. Na, so ein rappelnder Ball an der Ecke, den eigentlich schon hat man verloren. Weil den dann noch auf den anderen rüber zu wuppen, das kriegt man selten. Ja. Da kann Crash sich auch mal freuen. Ich finde ja noch den geilsten Siegesruf. Der hat ja immer noch, schade, dass der nicht dabei ist, der Brio. Das muss ja unbedingt wieder der Affe sein. Dieser alte Scheiß-Riller Ruhe. Von dem niemand weiß, wo und wie der überhaupt herkommt. Ich nehme mal an, also vom ersten Crash-Teil weiß man ja, dass Cortex Dingo-Dial, Riparo und alle so erschaffen hat.
Koala Kong ja unter man auch. Also man könnte annehmen, dass Rillaru auch einer seiner Experimente ist, aber... Naja... Also, da von ihm gab es kein Namensschild auf dem Käfig. Von Koala Kong, von Lingo Dai und von Rillaru gab es das. Von Crash glaube ich sogar auch. Bin mir gar nicht so sicher. Aber von den meisten... Den meisten sind so entstanden. Der Tiny auch. Ja, Engine ist natürlich wieder so ein komplettes, mysteriöses Einzelexemplar. Genau, und dem ist irgendwie nur eine Rakete im Kopf geknallt. Prio war ja irgendwie Cortex-Laborpartner. Ja, und dann sind wir auch schon fast durch. Quanch, seine Geschichte wird ja in Crash 4 komplett behandelt. Das ist übrigens auch noch spielen werde, habe ich ja gesagt. Ist ja eigentlich quasi direkt nach dieser nach Crash Bash an der Reihe, ne? Es war das erste Crash Bandicoot Spiel nach Crash Bash. Somit könnt ihr euch eigentlich nach dem Projekt hier schon mal Crash-mäßig auf Crash 4 Wrath of Cortex einspielen. Wobei, ich weiß gar nicht, kam die Gameboy-Spiele nicht schon früher? Weil wenn das so wäre, würde ich die sogar als erstes machen. Ja, zwei auf einmal, natürlich, ihr Wichsers. Wie lange hänge ich jetzt schon an diesem Level, Alter? Das kann doch nicht angehen. Scheiße hier. Trophäen, die gingen ja wirklich fix, aber das hier wird langsam echt zur Tortur. Alter. Boah. Zack, Affe. Relativ ausgeglichen. Könnte ein guter Versuch sein. Scheiße, nicht aufgepasst. Das kommt, wenn man so einen großen Bildschirm hat. 3 Meter ist nicht gerade übersichtlich. Fun Fact, das ist fast, naja, 1,5 mal meine Körpergröße. Nein, Quatsch, geht gar nicht. Ich bin kalt 2 Meter. Aber ein bisschen mehr nur. 1,8 mal. Ja, sonst noch ein Wunsch. 4 Bälle oder was? Ja, noch 2. Noch einer, bitte. Yes! Oh, ey. Nach 20 Minuten oder so. Also das wird bestimmt ein extra Paar. Das sehe ich jetzt schon kommen. Lego Mio a la Quast. So, jetzt haben wir Quest mal abgeschlossen. Jetzt war dann wieder zum Polarpanic. Hol mal da die 2. Juwelen. Oder, ja, eigentlich ist das hier ja das Juwel. Ich nenne es aber immer Edelstein. So, PC nimmt noch auf, heißt Festplatte ist nicht voll, das ist sehr schön. Ist ja auch nur Composite-Video, ne? Was ich aufnehme, von daher kann eigentlich meine Capture-Karte nicht so eine riesen Datei anlegen. Ich nehme es zwar mit Flaps auf, aber halt nicht in so einer riesen Bitrate und Auflösung, ne? Deswegen... So, PC-Let's Player wissen, können ja ein Lied davon singen, was man bei, sag ich mal, PC-Capture-Aufnahmen hat. Ne, wenn Fraps da die volle Kajuze aufnimmt, aber so mit Capture-Karten geht das eigentlich noch voll. Ja. Weil das eigene Aufnahmeprogramm hier von Avamedia, das gefällt mir nicht so. Das hat ein scheiße Dateiverzeichnis. Das nimmt auch vor allem nur immer in einer riesen Datei auf. Fraps hat ja diesen tollen Vorteil, dass es die Videos direkt schon unterteilt. Ne? Und dann kann man sich so direkt sowas zu hin, sag ich mal, tunken. Mit dem Löffel. Wie komme ich jetzt auf Fremde? Naja. Ja, möchte ich überhaupt die Spielregeln vorlesen? Ich glaube, weniger Zeit habe ich. Ne? Ich muss die hier in einer Minute besiegen. Ja. Das sieht man den Vorteil vom Affen. Er kann zweimal mit seinem Ringelschwanz so einen Schub abgeben. So, Spielregel. Gewinne, nimm dir an, Spieler in angenehmer Zeit besiegst. Ja, genau. 1 Minute. So. Ich warte einfach mal. Ich mache ein bisschen hier diese Barriere ab. Damit ich die besser runterschießen kann. Damit ich zum Beispiel... Nein, ich wollte doch einen Blitz haben. Der Strahl, der kann dann auch kleiner oder größer machen. Ich muss das Ding loswerden.
dann hat man mehr bzw. weniger Schubkraft. Ist auch sehr nice. Allerdings nur, wenn man groß ist. Crash ist ja schon so schmächtig. Als Koala Kong ist man quasi unbesiegbar. Aber, oh, wenn man groß ist, stehen einem alle Tore offen. Oh, Scheiße. Ja, treffen sollte man, ne? Ja. Lass mich in Ruhe. Ich will einen Strahl. Ja, genau. Genau das meinte ich. Wenn der mich jetzt trifft, ne, dann bin ich tot, Alter. Flieg über dreimal übers Feld. Ja, das war's. Zeit abgelaufen. Ja, nicht du versagst. Zeit abgelaufen. 3, 2, 1. Ich weiß auch nicht, warum hier Matador, spanische Bullenkampfmusik kommt, wenn man hier auf dem Eisbär, ne? Erstmal Analogstick hier. Die Musik, die ist schon geil, aber die wirft manchmal Fragen auf. Weil die passt einfach mal überhaupt nicht. Ich finde, das ist keine Polarmusik, das ist spanische Matadorenmusik. In meinen Augen. So. Fettierter Affe und Cortex-Brei. Der Affe ist erstmal weg, das ist sehr gut. Cortex ist nämlich leichter zu besiegen. Alter! Ja, Cortex ist ein Mega-Schub. Oh, geh weg. Oh ja! Nein, die Zeit! Die Zeit, die Zeit, die Zeit! Da muss man sich ein bisschen beeilen. Oh, mein Controller, der knarzt so. Ich hoffe, ich zerbreche nicht noch. Ich weiß nicht, ob das mein allererster ist hier, aber der knarzt schon richtig dolle. Der ist auch schon glatt und fettig und naja, ne? Boah, was ich hier hasse, das haben die PS3-Controller meistens nicht heftig, ne? Die werden immer so schleimig auf den Analog-Sticks. Ich weiß nicht, ob da irgendwie so Silikon austritt oder so. Aber, oh. Oh. Ja, gerne. Aber die PS3-Controller, die haben manchmal sowas Ekelhaftes an sich. Ey, scheiße, den Affen habe ich doch noch getroffen. Ja, muss Cortex dran glauben. Aber Affe, du machst auch einen Abgang. Schwöre ich dir, komm her. Du. Affe! Mann! Verschwinde! Verschwinde! Alter, ich krieg den nicht weg. So, jetzt aber. Du gewinnst. Gerne, aber ich frage mich gerade, warum der Affe sich nicht gewehrt hat. Und gut, es ist noch einfach, aber er hätte ja wenigstens einmal stoßen können, oder? Naja. Soll's mir recht sein. Ich nehm's mal so hin. So, ne? Polarpanning abgeschlossen. Ne, Moment, halt. Wir müssen ja noch, den Crystal machen. Ach, eine Besonderheit beim Kristall, das ist euch vielleicht bei Crash Ball nur so leicht aufgefallen, weil da war es noch nicht so angepriesen. Beim Kristall ändert sich auch so ein bisschen das Spielfeld. Hier ist es jetzt zum Beispiel Tag. Ne? Hier ist es nicht mehr Nacht auf der Eisscholle, es ist Tag. So, gehen Energieblitze aus dem Weg, weil sie sich über das Eis schleudern. Das ist quasi nicht mehr so ein Energieblitz, es ist quasi ein richtiger Blitz. Der ein, ich kann es ja mal demonstrieren, frittiert. Okay, das war jetzt blöd. Aber, oh, Cortex, geh weg.